Hallo und einen schönen guten Abend zu Hamburg Hometown Nr. 12. Heute ist der 3. August 2007 und es ist schon etwas schummrig, etwas ungewöhnlich für Hamburg Hometown. Und es kommt etwas ganz Besonderes. Gespannt sein. Ja, eigentlich hatte ich das gar nicht geplant, heute in Hamburg Hometown zu machen. Und heute Nachmittag bekam ich eine Mail von Hans aus USA. Und er sagte, wann kommt denn Hometown 12? Und ich schrieb ihm dann wieder, keine Ahnung, wenn ich Lust dazu habe. Und ich wollte eigentlich eine Single, Platte, Single, ne? Reinstellen, eine alte Deutsche. Und dann habe ich gedacht, dann verbinde das doch zusammen. Mach Hamburg Hometown 12 und bau das damit ein. Und so ist es nun geschehen. Die kommt nachher mit ein paar Hafenbildern und okay. Ja, sehr ungewöhnlich, Hamburg Hometown im schummrigen Licht zu machen. Es ist mittlerweile 21 Uhr. Und sonst habe ich es eigentlich immer gemacht, nachdem ich draußen war am Hafen, meinen Kaffee bei Eismeier getrunken habe. Brücke 2 kennt ihr ja inzwischen. Jetzt habe ich übrigens keinen Kaffee. Es ist immer noch die gleiche hier, Becher, aber ein Tee. Für Bier ist es noch zu früh für mich. Okay, also Tee. Cheers. Ja. Es ist ungewöhnlich, da war ich glaube ich gerade stehen geblieben, aber gut, warum nicht auch mal so abends. Jana, die super nette, ist noch im Urlaub, die kommt in, glaube 2 Wochen ist wieder, dann kommt auf jeden Fall live von den Landungsbrücken von Eismeier, ganz harter, knallharter Bericht. Ja, und jetzt kommt sie, die Live-Übertragung aus meiner Küche. Eine Single, eine alte Single, auf dem Flohmarkt erstanden. Ein Klassiker, ein Hamburg-Klassiker. Lasst euch überraschen. Ich schalte rüber zur Küche. Das ist übrigens die Kiste mit den Deutschen, alle vom Flohmarkt zusammengesammelt. Freddy, Hans Albers, alles, was das Herz begehrt. Gut, dann werde ich sie mal auflegen und da der schöne alte Philips Plattenspieler. Und jetzt kommt sie. Fred Bertelmann, sage ich nur. In Hamburg sind die Nächte lang, so viele schöne Stunden lang, die will ich mit dir glücklich sein, und jede Stunde, die ist mein. Wenn wir bei Nacht am Hafen stehen und träumen in die Ferne sehen, vergessen wir die ganze Welt. In Hamburg sind die Nächte lang und nicht allein zum Schlafen gemacht. In Hamburg sind die Mädchen schön und erst so richtig munter. Bei Nacht, ja, bei Nacht. In Hamburg ist der Morgen kühl. Dann dein Herz noch nicht am Ziel. Mein Mädel, komm und sei nicht bang. In Hamburg sind die Nächte lang.
gemacht. In Hamburg sind die Mädchen schön und er ist so richtig munter. Bei Nacht, ja bei Nacht. In Hamburg ist der Morgen kühl, ist dann dein Herz noch nicht am Ziel. Mein Mädel, komm und sei nicht bang. In Hamburg sind die Nächte lang. Schon zu Ende. Das war's. In Hamburg sind die Nächte lang. Fred Bertelmann. Und es ist schon wieder spät geworden. Nach 23 Uhr 12. Fast Geisterstunde. Zeit, ein Teelicht anzuzünden. Für die richtige Stimmung. Ist es nicht schön? Übrigens, das Bild im Vorspann. Das bin ich auch. Vor einigen Jahren. Lang ist's her. Ein ganz besonderes Anliegen habe ich noch. Eine französische Künstlerin, Mylène Farmer. Finde ich sehr gut. Hier ein Video. Kann man das sehen? Ja. Da sind die Videos drauf. Zu hören auch bei meinen Videos unter Firehead French Cut. Zwei Lieder von ihr. Wunderbar. So, das war's schon wieder. Hamburg Hometown 12. Zum Schluss noch ganz liebe Grüße an Markus, an Hans, der letztendlich den Anschluss gegeben hat zu diesem Hometown 12. Dann Jana, die super nette, wenn sie wieder aus dem Urlaub ist. Guckt sie es bestimmt. Dann Bettina und Yvonne. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.